Und damit einen wunderschönen guten Tag zur nächsten Folge. Naja, das ist natürlich jetzt ziemlich schmale Begrüßung. Er musste ja direkt Morgen. Den Hatten rauslassen. Oh. Musste sein. Naja, genau, ey. Was war denn das? Hier ist ja noch eine Lust, was? But. Ja, keine Ahnung, was heute ansteht. Wir wollten eigentlich noch groß Karten erkunden. Ich denke aber, dass wir, wenn wir gerade mal die Karte aufmachen, ich gerne die Insel da vor uns in Sektor 50 und 40 bei den Koordinaten einfach mal abchecken wollt. Weil da gibt es bestimmt auch ein paar interessante Dinge, bevor wir dann zu unserer eigentlichen Insel. Hast du hier eigentlich schon eine Dodo-Armee aufgebaut? Nee, ne? Nee, noch nicht. Nee, ich lasse sie so, das reicht also. Nee, okay. Weil für ein bestimmtes Tierchen brauchst du jede Menge Eier. Achso, ja, ich weiß nur nicht. Ja, ist es nicht der, wo wir da drin haben? Nee, noch ein anderes Tierchen. Weil sonst baue ich noch extra ein Gehege für die Dodos. Weil ein Toto war ja schon so blöd und ist ja ins Feuer gelaufen, wo es dir folgen wollte. hat keine Lust gehabt. Weißt du, was das Spiel auch nicht verträgt? Was denn? Wenn du einen Controller angeschlossen hast. Oh. Ja, genau. Der dünne Fabrikat. Ja. Ja. Wollen wir dann mit dem Floß oder mit den Flugsaurier fliegen? Ich wäre für Flugsaurier. Für die Insel? Ja. Aber du kannst mit dem Floß, ich nehme den Flieger. Alles klar. Dann warte ich noch auf dich, bis du bereit bist. Und dann, ja. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt, weil wenn ihr das dann rauszieht, dann dürft es schon eine Aufnahme für Juni sein. Weil wie gesagt, ihr habt ja noch einiges einiges Filmmaterial noch zu schauen. Und ja. Also ich will auf jeden Fall, dass wir heute mal ein bisschen ein paar Höhlen reingehen. Weil wir da hinten irgendwas erforschen, weil die Insel da hinten, so wie das da aussieht. Du hast jetzt nicht noch ein Ziel. Ach, wir haben noch keinen Kristall, gell? Nein. Ich habe auch bei mir noch keins gefunden. Okay. Ach, da müssen wir mal. Also ich nehme das Floß mit dem Schrank, ne? Das wäre am sinnvollsten wegen Rüstung etc., ne? Weil wir haben uns, oder Manu hatte eine geniale Idee. Zwei Schränke mit je A Schlafsack und Rüstung, falls uns irgendwas passiert, schnell wechseln. Und für, ja, die Werkbank, falls wir noch was, ein paar Armbrüste bauen wollen oder, ja, so. Armbrust? Smaugs. Was brauchst du, eine Armbrust? Weiß nicht, so Smaugs Eier. Naja, wenn du hier eine Batterie links und rechts hinbaust für Armbrüste und du sagst einfach mal, du willst jagen, irgendein Pfeil wird schon treffen. So eine kleine Armbrustarmee. Sowas wie. Ja, Smaugs Einöd oder so. Hier ist kalt, wow. Hm. Oh, das passt ja schon. Also ich würde dann ready. Also, dass du noch genug zu futtern da hast. Picke, Axt und hab ich dabei. Schlachtermesser. Also das normale Schwert halt, aber wird ja passen.
ich muss mal. Hab kurz noch die Armbrust ausgetauscht, dass ich eine Heile habe. Jetzt brauche ich noch. Ach, ich kann mich noch so schön dran erinnern. Das zweite Floß war ja eigentlich gar nicht so geplant, aber Hauptsache ein T-Rex damit transportiert. Ja, wenn uns sowas Nettes zuläuft, müssen wir ja zuschlagen, oder? Auf jeden Fall. Das. Auf jeden Fall. So. Hatten wir nicht irgendwo ein Düngedingster-Bumster? Doch, hier. Oder stellen wir noch keins her? Doch, wir haben schon Dünger. Die sind auf der zweiten Plattform. Nicht ganz ja, Dünger, aber wo kommen. Wo stellen wir die her? Das wollte ich. Ah, da. Eine Komposter. Da also stehen noch zwei. Ja, die habe ich gerade gesucht. Ha. Mr. Man. Hast du wieder genug gesammelt? Wasser muss ich mir noch holen. So. Aber alles schön gechillt. Ach, den Brief kann so, ich. So, dann gehe ich mal kurz planschen und dann schnappe ich mir meinen. Eine Schildkröte wäre nicht schlecht, die bräuchten wir auch noch. Aber naja. So, mach mal kurz die Karte auf. Und zwar fahren wir, oder gehen links, wo die 50 ist. 50, 40, ganz links an der Karte quasi hoch. Ja? Das ist so jetzt das mit der Sektor, wo ich mal gucken will, was da ist. Schlangen. Da gibt's Schlangen. Da schauert's mich wieder. Können wir die betäuben? Ja. Okay. Brauchst aber Eier, um die zu zähmen. Ah, deswegen hast du gesagt, du brauchst jede Menge Eier. Bestimmte Eier, oder? Ziemlich viele, verschiedene waren da angezeigt im Dodo-Dix, keine Ahnung. Okay. Ja, also da bauen wir dann nochmal ein extra Gehege für die... oder ein extra Gebäude für die Dodos da mal reinzubekommen. Dann machen wir das einfach. Es sind 11 Grad und er sagt mir, mir ist kalt. Auch geil. So. Aber die Schlangen können nicht schwimmen, oder? Sie bleiben in der Nähe vom Land, soweit ich das gesehen habe. Okay. Wenn sie ins Wasser fallen. Weil das heißt, sie greifen nämlich dann mein Floß an. Schwimmt da vorne. Oh. Ich habe auf einmal hier so einen komischen Bildschirm. Für einen komischen Bildschirm. Ist es wirklich gerade so dunkel? Nö, bei mir ist strahlend blau. Das Wasser ist ein bisschen dunkel, aber sonst. Okay. Ah, Pelagornis. Ach, das hat gerade wegen dem Baum so trübig geschimmert. Welche Taste war nochmal für die Uhrzeit gucken? Uhrzeit H. Ah. Ah, 13:26. Ist der Bildschirm so grün geworden bei dir, oder? Ja, genau. Genau. Jetzt schon Wetter. Die ist heiß, ehrlich jetzt. Ja, mir jetzt auch. Gerade war mir kalt, jetzt ist mir heiß.
So, ich würde mal sagen, gehen wir hier am Land. Ja, das haben wir die Karte schon drin. Gehen wir hier an Land, oder? Bin gleich bei dir. Alles klar. Ich drehe das Schiff schon mal um. Hört sich ja sehr Oh, das komisch ist an. ein Krokodil. Okay. Aber ist ein Stück weg. Ah. Ich check dann hier mal die Umgebung. Pilze. Oh, geil. Das ist natürlich geil. Seltene Pilze. Einschlachen sind weg. Kriegst sogar noch Holz dabei. Als Pilze. Ja. Bist denn du? Hier unten. Ja, genau da. Gut zu wissen. Ich hab keine Axt mit. Willst du? Nö. Hier, sammeln mal die Pilze, die hier so rumstehen. Die einzelnen Pilzkürze. Okay, warte mal dann. Aber das Holz nehmen wir mit, oder? Da hüpft so ein komischer Frosch. Wie kann man den denn Was mit? sammeln? Ach, meine Hände Mit sind E. voll. Das. Ja, da ist nichts in der Hand da. Hier sind die Pilzmachos und holen Pilze. Fliegenpilze, ich bin so stoned. Ich will Pilze fressen. Oh ja, geil. Der war gut. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene Pilze. Ich dachte schon, du fliegst gerade weg, weil da. So. Weil da. Was kommt? Ne. Guck mal, ob ich noch was sehe, was hier rumkreucht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 auch verschiedene Pilze. Und nicht gerade wenig. Geh mal links hoch. Zu der Ruine. Ja, ich weiß ja. Lass dein Vogel mal hinterher wandern. Kann man ja dessen mehr Hat sammeln. mein Vogel noch alles in sich? Seide, Sand, habe ich denn die alle weg? Weil hier wächst ein Pilz am Baum und ich kann nicht sammeln. Hier ist nix. Jetzt ein paar Sachen in den Schrank räumen. Jetzt habe ich Bären gesammelt. Akkubären, die bleiben.
Pilze kommen raus. Seltene Blume. Oh. Was, ich soll hinter dir herlaufen? Ja, wir mal noch was einsammeln. Hier ist noch was. Die Felsen, die sind bestimmt jetzt nur ne, normale Steine bestimmt, ne? Denk ich mal. Ah, testen wir mal. Ah, ja. Bist du jetzt da? Hinterm Felsen. Oh, diese Tab-Taste, weißt du, das ist so ungewohnt wie ein Conan. Die ganze Zeit da, was am Vorbereiten bist. So. Wir sind halt voll im Pilzrausch. Ach, stellen wir haben genug, oder? Können wir mal zur Ruine da hoch? Fallen halt ziemlich schnell, ne? Also die sollte man vielleicht erst sammeln, wenn man sie braucht. Aha, okay. Verstärkung hinter dir her, ey. So, lass mich kurz mal auf die Karte gucken. Oh ja. Jetzt kommen wir in ein 50er-Gebiet rein. Da ist auch ein... eine Rune. Siehst du das da vorne? Hock dich mal kurz auf deinen... oder ist hier irgendwie so ein Vieh oder ist da nix? Ich rammel die Mauer da entlang, ne? Das finde ich ja was. Ey, ist da ein Sumpf? Geil. Naja, oben ist nix. Kannst du die Blumen da sammeln? Ach, welche? Die hier, cool. Was wird das jetzt? Dolphy? Ah, Dilo. Wo kam der denn her? Was haben wir denn hier? Abgrund. Hier liegt noch was. Ah, okay. Aber Sumpfkammer, da gibt's da noch irgendwas? Also du kannst diese Dinger da sammeln. Na, hier ist wirklich nichts. Schade. Das hätte jetzt gerade so richtig gut gepasst, ne? Gut, hier ist halt ein Riesenspot für die 4 verschiedenen Pilze da, ne? Mhm.
Ja, guckst hier in der Ecke sind auch überall welche. Was kannst du bei deiner Pilze denn machen? Das hat mich mal interessiert. Du brauchst halt noch andere Rohstoffe dafür. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz zurück zum Floß. Schmeißen das da rein. Ich bin zu schwer. Ich habe ungefähr noch. Mal gucken, was ich nicht brauche. Faser brauchen wir ja keine, ne? Da haben wir ja genug. Aber was habe ich denn so viel dabei? Ach so, Fasern sind so viele. Okay, tschüss. Der Faserman. Gut, dann gibst du mir Schutz von oben. Weil dann würde ich einfach sagen, gehen wir einfach mal am Rand der Insel entlang. Gibst du mir Schutz von oben? Alles klar, ich pack das Luder da mal. Ich fäll. Wo möchtest du jetzt? Zum Floß. Aber bitte nicht als Appetithäppchen, ne? Wir gehen dann gerade hier rechts dann weiter, ne? Umschiffen einfach mal die, was fallen. So. Umschiffen einfach mal die Insel, ne? Alter, der Akretaris kann ja zubeißen, ey, wenn der Hunger hat. So. Ready? Dann gehen wir mal darum. Ah, okay. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ist zwar irgendwie von der Physik unmöglich, aber da werden wir schon längst gekentert. Aber okay. Jetzt haben wir wieder so ein komisches Bild. Oh, vorne ist ein Hai. Nicht nur einer. Meinst du, die tun uns was? Hm? Meinst du, die tun uns was? Also mir nicht, weil ich kann fliegen. Ah, ich mache mal einen großen Bogen rum. Okay. Das ist auch nicht schlecht. So. Was haben wir denn? Du auf die andere Seite jetzt oder was machst du? Nein, nein, ich fahre jetzt um die Insel rum. Wir waren ja hier bei der Ruine. Und ich wollte jetzt. Hier, guck mal, weil hier ist auch was Neues. Ich wollte nämlich jetzt an der Seite hier oder da vorne anlegen. Dann mal erkunden, was hier nämlich ist. Heute geht's einfach nur um die Insel hier. Das kleine Möppelchen. Geil, grün, blau, grün. Oh, was haben wir denn hier? Auch schon wieder ein Hai. Scheiße. Kannst du mir einen Gefallen tun? Guck mal, ob du irgendwo ein Dodo findest und dann schmeiße quasi da, wo ich hinten gerade lang gefahren bin, schmeißt einfach gerade rein, dass sie da mal bleiben. So. Ausgemacht. War mir zu laut. Okay.
Weißt du, wo ich bin? Nö. An der Ruine, geradeaus, da habe ich so ein kleiner Steg gefunden. Ach, jetzt tauchst du wieder auf. Ja. Gucken wir mal, was hier für Viecher sind. Doch gerade eine Schlange gesehen, wo ist denn die? Ein vor mir habe ich gesehen. Scheiße, eine Armbrust habe ich keine dabei. Egal. Was brauchst du? Ja, wegen der Schlange. Boah, ich doch. Ich hasse Schlangen. Ja, was brauchst du dafür? Armbrust? Ne, ich weiß ja nicht, warum wir sie uns holen oder einfach nur erkunden die Insel, wie gesagt. Das ist Ja, quasi wir haben das. keine Eier für die Schlange. Ja, dann machen wir sie platt. Passt doch. Hauptsache erstmal. Wo bist du denn? Ach, jetzt spawnst du gerade, lol. So. Na komm. Laufen wir mal durch die Gegend. Einfach mal erkunden, was hier ist. Hey, wieso folgt der mir nicht? Doof. Was wollte ich schon gerade sagen? Er erschreckt mich doch nicht so. Weil hier hinten habe ich doch auch noch ein Tier gesehen, ein kleiner Saurier. Den will ich nämlich mitnehmen. Hier war ein Tier, hab ich gar nicht gesehen. Wenn du magst, können wir da mal in die Höhle gehen. Wo ist da eine Höhle? Da in dem Feld. Ach da. Ja, alles klar, bin bereit. Komm, Höhle ist Höhle. Diesmal will ich keinen Schiss haben. Und außerdem, guck mal, auf der Schulter habe ich ja unser kleiner Terrordrache. Wir müssen nur gucken, hier irgendwo war vorhin eine Schlange. Schnapp denn mal mit dem Agret Harvest und mach ein Blatt. Oder schmeiße, pack's und schmeiße ins Meer rein, mir egal. Hauptsache, du hast die Haie, was sie fressen haben. Da hinten ist er. Oh, da hinten, die kommt gerade auf uns zugeschlängelt. Ich sehe sie nicht. Hier, kommt zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Da. Da. Jetzt ist er hinterm Felsen. Die kriecht vor der Höhle rum. Hammer. Und da ist noch was anderes. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.